Mal jetzt nochmal starten. Nee, auch nicht, okay. Der vierte Versuch. Doch der Wagen springt immer noch nicht an. Seit 40 Minuten schraubt ADAC-Pannenhelfer iTouch Tan bereits am Motor rum. Fehlerquellenanalyse. Bisher ohne Ergebnis. Das ist aber auch vor allem Friemelarbeit, ne? Ja, gibt ab und zu auch mal. Aufgeben ist nicht. In dieser Nacht hat er noch jeden Wagen wieder zum Laufen gebracht. Der alte Renault hier soll keine Ausnahme sein. Glauben Sie, mir wird was? Ich glaub's nicht. Die Wagenhalterin hat die Hoffnung längst aufgegeben. Ihren Namen möchte die Frau nicht nennen. Bis in die Nacht hat sie gearbeitet. Sie ist müde. Doch statt endlich ins Bett zu kommen, blieb ihr Wagen auf der Kreuzung stehen. Hinter mir stand ein Polizeiauto. Die waren sehr nett und haben mich dann einmal rumgeschoben, die beiden jungen Männer. War sehr nett. Aber auch gefährlich. Und peinlich. iTouch Tan hat etwas gefunden. Die Kontakte sind schon ein bisschen angebrannt. Der Verteiler könnte die Ursache sein. So, jetzt kommt einmal die Stunde der Wahrheit. Wenn der Wagen jetzt nicht anspringt, muss er abgeschleppt werden. Klingt gut. Klingt gut? Wunderbar. Super. So würden Sie erstmal wieder nach Hause kommen. Ich wünsche. Wegen Corona. Ach ja, Sie dürfen ja nicht die Hände nehmen. Genau, dürfen wir alle. Deine schöne Schicht noch? Kein Handschlag, keine Nähe. Aufgrund des Coronavirus ist der Pannenhelfer angewiesen worden, Abstand zu halten von den ADAC-Mitgliedern. Und jetzt geht's ins Bett. Jetzt geht's naja nach Hause und ins Bett. So, schönen Abend nochmal. Vielen Dank, ich danke. Tschüss. Corona verändert auch seinen Arbeitsalltag. Sonst ist alles wie immer in dieser Nachtschicht. Was macht die Nacht aus in Berlin? Das ist halt eine Stadt, die wirklich auch nachts nicht schläft. Also man hat wirklich jedes Mal auch nachts immer ordentlich zu tun. Und jeder Fall ist für den ehrgeizigen Kfz-Mechaniker eine neue Herausforderung, die es zu meistern gilt. Aber was, wenn er den Fehler mal nicht findet? Man denkt dann auch tagelang drüber nach, du, was kann das denn gewesen sein? Das lässt sie dann auch nicht mehr los. Klar, man ist halt interessiert daran. Man will ja den Fehler finden. Aber sind Sie auch so im Privaten ein ehrgeiziger Mensch? Nein, also nicht so wirklich. Ich habe 3 Kinder, kann man nicht ehrgeizig sein. Da muss man Kompromisse eingehen, sehr viele. Der nächste Auftrag liegt in Kreuzberg. So, gucken wir mal. Die 3 Männer sind mit einem alten Mercedes aus Hamburg gekommen und müssen noch in dieser Nacht wieder zurück. Bin jetzt hergekommen, um Felgen abzuholen, um Rücklichter abzuholen, eine Servopumpe und einen Keilriemen abzuholen. Also Sie wollen so ein bisschen aufpimpen, oder? Nicht aufpimpen, wieder schick machen. Bleibt der Motor tot, haben die 3 ein großes Problem. Der Wagen hat nur Kurzzeitkennzeichen. Nur für heute zulässig. Und wir müssten also theoretischerweise vor 0 Uhr müssen wir noch in Hamburg sein. iTouch Tan ist mal wieder gefordert. Glauben Sie, der ADAC wird jetzt... Nein. Glauben Sie nicht. Auch hier wieder wenig Hoffnung, doch dann der erste Anlassversuch. Jawohl, juhu! Die Männer freuen sich wie Kinder. Das hat der ADAC immer verzogen. Die heißt die umsonst die gelben Engel. War doch kein Fehlkauf. Man liegt sich in den Armen und auch für den Pannenhelfer ist eine kurze Umarmung drin. Corona hin oder her. Und dann auf nach Hamburg. Machen die Menschen tatsächlich glücklich, ne? Genau, und das ist halt dann das Gefühl, dass man wirklich helfen konnte. Und dafür liebt er seinen Job. Ich wünsche ihm allzeit gute Fahrt, dem gelben Engel in dunkler Nacht.